Willkommen zur zweiten Folge der Angstshow. Diese führt uns in den Süden von Deutschland, in den Steinbruch der Firma Meißenschweiger und Söhne. Seit Jahrzehnten wurde hier Granit für Tischplatten bis hin zu Gleisschotter gebrochen. Immer wieder kam der Steinbruch durch Unfälle in die Schlagzeilen. Zwei besonders katastrophale Unglücke, die mit dem Tod von Arbeitern endeten, schafften es sogar in die deutschlandweiten Nachrichten. Und diese Unglücke führten auch zur Schließung des Steinbruchs 1994. Von Arbeitern, die mit ihren Maschinen von den schmalen Vorsprüngen rutschten und in den Tod stürzten, bis hin zu Arbeitern, die vom Steinmahlwerk zerquetscht oder unter Schuttbergen begraben wurden. Dieser Steinbruch hatte fast alles, was zu einem Katastrophen-Hotspot gehört. Seither werden immer wieder ungewöhnliche Vorfälle beschrieben und die Ortsansässigen weigern sich auch nur in die Nähe des Steinbruchs zu gehen. Ein System aus Überwachungskameras wurde im Steinbruch eingerichtet und jeder von euch hat eine Handkamera erhalten, mit der ihr eure Erlebnisse filmen sollt. Es gibt keine Filmcrew, ihr seid allein. Euer Safehouse wurde in der alten Fuhrparkhalle errichtet. Dort findet ihr alles, was ihr in den nächsten 2 Nächten brauchen werdet. Sobald ihr das Safehouse erreicht habt, startet den Computer und loggt euch in das Herausforderungssystem ein. Eure Untersuchungen führen euch an 4 Orte, an denen von paranormalen Aktivitäten berichtet wurde. Die Plattensäge, Bruchebene 2, die Schutthalde und das Büro des Bruchleiters. Ihr könnt jederzeit aussteigen. Wenn ihr das tut, müsst ihr das Gebiet sofort verlassen. Ein anderes Teammitglied muss dann eure Herausforderung beenden und ihr bekommt kein Preisgeld. Wenn ihr durchhaltet, bekommt jeder von euch 5000 Euro. Beginnt jetzt. Viel Glück.